Nach ihrer 4:3-Niederlage gegen Landshut hoffen natürlich alle Fans, dass die Schwenninger Wild Wings heute gegen Crimmitschau wieder gewinnen. Aber woran liegt es eigentlich, dass es gerade bei der Mannschaft nicht ganz so gut läuft? Wir haben mal bei Ihnen nachgefragt. Ja, weil wir halt echt gerade viele Ausfälle haben. Ich glaube, das ist echt der Hauptgrund, weil sie waren ja vorher gut und wieso sollen sie dann jetzt so plötzlich so schlecht sein? Das kann ja nicht sein, einfach weil viele fehlen. Ja, die Mannschaft hat viele Verletzte und ja, hat der Lauf verloren in letzter Zeit, aber ich denke, es wird wieder. Verlieren gehört einfach zu dem Sport dazu, das ist Fakt und man muss halt auch jetzt da sein. Für die Mannschaft, sie unterstütze und ja, und gucke, dass es wieder besser wird. Mit dem Trainer hat es mit Sicherheit nichts zu tun und jede Mannschaft, die mal ein Hoch hat, die hat irgendwann auch ein Tief, aber da kommen wir mit Sicherheit auch wieder raus. Ja, ich denke, dass es auch ganz normal ist, dass die mal ein paar Spiele verlieren dürfen. Das finde ich auch in Ordnung. Und wir haben jetzt November und da ist das okay, da interessiert es eh noch keinen. Ich denke mal, ab Februar, März wird es dann interessant. Also es liegt ganz sicher daran, dass sie einfach vielleicht mal einen schlechten Tag haben, mein Gott, ja. Ausfall von Spielern, es kommt schon wieder. Nach so vielen Siegen darf man mal verlieren. Ja, das passiert einfach mal während der Saison, das kommt schon wieder. Kommt sicher auch mit den vielen Verletzten. Ich denke mal, die letzten Wochen waren auch ziemlich hart gewesen. Durch den Pokal noch. Aber das wird schon wieder. Jetzt sind sie ja erstmal wieder mit 3 Niederlagen eigentlich Zurückfaller und denke, dass sie jetzt wieder durchstarten können. Dass sie jetzt halt nicht mehr so arg viel Druck haben und wieder ganz normal leicht aufspielt. Es liegt zum einen an der verletzten Misere. Es waren mehrere Spieler verletzt. Und zum anderen sicher nach der langen Siegesserie mit 14 Siegen hat sich ja gleich ein bisschen, denke ich mal, Selbstgefälligkeit in der Mannschaft eingeschlichen. Man ist nicht mehr ganz so engagiert zur Sache gegangen, aber ich hoffe, dass das wieder besser wird jetzt.